Guten Morgen, Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, Hohes Haus, werte Zuseherinnen und Zuseher. Ja, wir haben heute ein sehr wichtiges Kapitel auf der Tagesordnung. Und in Summe geht es um die Wirtschaft. Und nur eine funktionierende Wirtschaft garantiert Steuereinnahmen, damit Sie sich die Ausgaben, die Sie sich leisten, auch wirklich leisten können. Ja, ohne funktionierende Infrastruktur ist eine funktionierende Wirtschaft nicht möglich. Und dazu zählt natürlich auch die Infrastruktur. Und die Infrastruktur bezieht sich ja nicht nur auf die Schiene, Straße, das geht auch um Luftwege, um Wasserwege, um Telekommunikationsverbindungen, um Energieversorgung und viele Dinge mehr. Und all die Bereiche wären wahrscheinlich einfacher zu bewältigen. Sie sind ja im Prinzip zu bedauern, Frau Bundesminister, wenn man in der Vergangenheit ein bisschen anders budgetiert und anders gearbeitet hätte, vor allen Dingen auch in guten Jahren. Heute sind wir mit der Tatsache konfrontiert, dass natürlich im Infrastrukturbereich durch die vorhandenen Schulden, durch die extrem hohen Haftungen, die wir in den letzten Jahren eingegangen sind, der Spielraum für Investitionen immer geringer und kleiner wird. Und das wirkt sich natürlich auch fatal auf die Wirtschaft aus. Und auf diesen Punkt werde ich dann auch noch kurz eingehen. Wir haben heute die Situation, dass wir mehr Geld aus unserem Budget ausgeben für vergangenheitsbezogene Bewältigungen und nicht für Zukunftsinvestitionen, sei das in Bildung, sei das auch in Infrastruktur und so weiter. Und ich darf hier den neuen Präsidenten der Industriellen Vereinigung zitieren, und der steht nicht im Verdacht, ein Freiheitlicher zu sein. Das ist der Georg Kapsch, der ganz klar sagt, das Budgetfinanzrahmengesetz bezieht sich darauf, dass 37,8% der Aufwendungen für vergangenheitsbezogene Budgetpositionen ausgegeben werden und nur noch ein Viertel aller Bundesaufgaben fließt in Richtung Zukunft. Und das betrifft natürlich auch sehr stark die Infrastruktur. Sonst, Frau Bundesministerin, Sie wären jetzt aufgefordert, Infrastruktur sicherzustellen für das ganze Land und nicht nur für den Ballungsraum Wien und Umgebung, sondern natürlich auch für den Süden in Österreich und vor allen Dingen auch für den Westen in Österreich. Und ich bringe Ihnen, weil das natürlich eine existenzielle Frage ist, es geht auch um eine Standortfrage für Unternehmen. Und ich bringe Ihnen jetzt mal das Beispiel Vorarlberg. Jetzt wissen Sie, dass Vorarlberg mit Oberösterreich seit Jahren in wirtschaftlichen Dingen, in wirtschaftlichen Belangen, Wirtschaftsziffern anbelangt, ein Vorzeigebundesländer sind. Und jetzt nehmen Sie Vorarlberg her, und wir sind nicht hinter dem Arlberg, wir heißen nämlich Vorarlberg. Aber wir sind natürlich von Wien aus betrachtet hinterm Arlberg. Und genauso bezieht sich natürlich auch Ihre Infrastruktur auf dieses Bundesland. Es geht alles zurück. Sie bieten keine Alternativen. Wir haben hier die rollende Landstraße, wir haben den kombinierten unbegleiteten Verkehr. Und was passiert in Vorarlberg? Jetzt haben wir sowieso das Problem, dass wir eine natürliche Schranke mit dem Arlbergpass haben, der natürlich nicht so ausgebaut ist, um natürlich Kapazitäten aufnehmen zu können, was den Schwerlastverkehr anbelangt. Und dann haben wir noch zusätzlich das Problem, dass im Süden Deutschlands, und ich weiß schon, Frau Bundesministerin, dafür können Sie jetzt nichts, aber im Süden Deutschlands die Bahn dermaßen katastrophal ausgebaut ist, dass sie teilweise noch nicht einmal elektrifiziert ist. Wir haben sogar der Bahnausbau von Bregenz Richtung deutsche Grenze nur noch eingleisig ist, und das schon seit Jahrzehnten, eine Änderung auch nicht in Sicht. Und dann haben wir das Problem, dass spätestens in Lindau an der Grenze Schluss mit lustig ist. Ähnlich verhält es sich natürlich auch mit der Verbindung in die Schweiz. Wir haben nach wie vor keine leistungsfähige Verbindung von Österreich in die Schweiz. Seit Jahren wird hier gestritten, seit Jahren wird hier verzögert, auch natürlich durch viele Umweltorganisationen und mit Unterstützung der Grünen, um das zu verhindern. Die Folge ist, dass wir täglich Lkw-Staus haben, kilometerlange Lkw-Staus, die Bevölkerung belasten und es passiert nichts. Wir haben bei der Güterverladung am Bahnhof Wolfurt die Kapazitätsgrenze schon lange erreicht und Zukunftsinvestitionen sind überhaupt keine erkennbar. Das sind alles Dinge, Frau Bundesministerin, die natürlich fehlen. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass Sie ein Budget, ein Geldproblem. ÖBB und ASFINAG einen enormen Schuldenstand aufweisen. Das haben natürlich auch extreme Haftungen übernommen. Nur mal
um Ihnen das vor Augen zu halten, das Volumen der Haftungsübernahmen für die ÖBB hat sich seit dem Jahr 2006 verdreifacht. Die Haftungsübernahmen für die ASFINAG haben sich seit 2006 verdoppelt. Das heißt, Sie haben null Spielraum, um in die Zukunft zu investieren. Und wenn wir nicht in die Zukunft investieren und nicht in die Infrastruktur investieren, dann leidet auch der Wirtschaftsstandort Österreich darunter. Und wir sehen es ja in allen Rankings. In allen Rankings sehen wir, dass Österreich permanent zurückfällt. Und das war schon zu Zeiten, als wir noch gute Budgets hatten, sind wir bereits auf dem Abwärtstrend gewesen. Das wird sich jetzt natürlich in Zeiten der wirtschaftlichen Stagnation oder sogar Rezession, von denen Wirtschaftsforscher ausgehen, natürlich extrem verschärfen. Das heißt, dieser Niedergang wird sich natürlich beschleunigen und Österreich wird sich dann irgendwann, und zwar in absehbarer Zeit, am Ende dieses Tales befinden und nicht, dann können Sie sich dann nicht mehr hinstellen und sagen, wir sind die Besten in Europa. Ich sage Ihnen eines, und all diese Dinge wirken sich natürlich auch auf die Abgabenquote für Unternehmen aus. Wir haben gestern oder die ganzen Tage darüber gesprochen, dass Österreich in der Abgabenquote ein Höchststeuerland ist. Wir haben eine Abgabenquote von über 43%. Das betrifft das Allgemeine. Aber jetzt kommen wir zur Abgabenquote für die Unternehmen. Da gibt es eine Studie von PricewaterhouseCoopers, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die stellen fest, dass die österreichischen Unternehmen eine Abgabenquote, und jetzt halten Sie sich einmal fest, von 53,1% haben. Und da kommen natürlich auch die Behinderungen in der Infrastruktur dazu, die verteuerten Verkehrswege und all diese Dinge kommen dazu. Und wissen Sie, wo wir in diesem Ranking sind? In diesem Ranking werden 183 Staaten weltweit bewertet. Und wir sind sage und schreibe auf Nummer 147. Hinter uns sind nur noch Entwicklungsländer und afrikanische Länder und solche Länder, die halt einfach noch nicht die Möglichkeit hatten, sich zu entwickeln. Aber Sie können sich in Kürze dann hinstellen, wir sind die Besten in Afrika, nur sind wir kontinental gesehen, halt gehören wir zu Europa und nicht in Afrika. Und da können Sie nicht mehr hinstellen und sagen, wir sind die Besten in Europa. Und genau das ist der Punkt. Und jetzt sage ich Ihnen noch ein paar Dinge. Sie belasten den Lkw-Verkehr extrem und das seit Jahren. Wir haben die höchsten Kfz-Steuern, obwohl wir sie schon einmal gesenkt haben. Wir haben die höchsten Mautgebühren und das alles, obwohl Sie nicht in der Lage sind, Alternativen anzubieten. Wissen Sie, die Schweiz hat höhere Mautgebühren. Das stimmt. Aber die Schweiz hat Alternativen anzubieten. Dort sind bereits 2/3 des gesamten Güterverkehrs auf der Schiene. Das ist in Österreich gar nicht möglich, weil die Infrastruktur nicht vorhanden ist. Das ist ja das Riesenproblem, das Sie haben. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich durch diese extremen Belastungen im Transportgewerbe in den letzten Jahren x Lkw-Flotten ausgeflaggt wurden. Sie wissen das, es wurden Hunderte bis Tausende Lkws im Ausland angemeldet, was zur Folge hat, dass natürlich auch die Fahrer von dort kommen. Das heißt, wir haben über 10.000 Arbeitsplätze im Transportgewerbe verloren, allein in den letzten 2 Jahren. Das sind alles Dinge, wo diese Bundesregierung natürlich Hauptverantwortung dafür trägt. Und wissen Sie, den Wirtschaftsstandort Österreich dermaßen zu gefährden, indem man Infrastrukturmaßnahmen nicht mehr finanzieren kann, weil man das Geld nicht hat, weil wir fast 40% unserer Budgets für vergangenheitsbezogene Budgetbewältigungen ausgeben müssen, dann sind Sie natürlich auf einem äußerst schlechten Weg. Und wir laufen halt einfach Gefahr, dass wir im Laufe der nächsten Jahre im Ranking noch weiter abrutschen werden. Und Frau Bundesministerin, ich weiß schon, Sie sind jetzt erst in dieser Legislaturperiode im Amt, aber auch Ihr Vorgänger kommt ja auch aus Ihrer Partei, der ist heute sogar Bundeskanzler, weil er so gut gemacht hat. Das sind alles Versäumnisse. Und wenn Sie hier nicht blitzartig umdenken, dann laufen wir Gefahr, dass wir wirklich dann als Nummer 1 von Afrika dastehen, obwohl wir zu Europa gehören. Danke. Laut Bernhard Demesl, dem Industrie- und Wirtschaftssprecher der FPÖ, verliert Österreich punkto Infrastruktur den Anschluss in Europa.